das klassische Mackengewürz. Mhm. Nicht der Mensch, der dem wird dann erzählt, du brauchst so und so viel Kohlenhydrate, so und so viel Fett und so viel Eiweiß, und brauchst du Vitamin B1 und B6 und Biotin und das, was natürlich alles verkauft wird, nicht? Das Problem in der menschlichen Ernährung heute ist, dass wir im Überfluss leben und dass durch den Überfluss wir die Schwierigkeiten mit der Ab- und Einlagerung von tierischem Eiweiß haben. Ja, das ist richtig. Es kommt natürlich hinzu, dass die übrige Nahrung denaturiert ist. Ja. Das Gemüse wird gekocht und die Getreideprodukte sind extrahiert, Auszugsmehle, die Vitamine und Mineralstoffe drin, Getreide fehlen. Und da ist eigentlich kein Wunder, dass sich Krankheiten entwickeln. Ja. Also noch vor dem Zweiten Weltkrieg war so der Sonntagsbraten die Gelegenheit, wo Fleisch gegessen wurde. Die Woche durch wurden Kartoffeln, Gemüse und so weiter gegessen. Und schon wenn der Mensch die Feiertagsgewohnheiten zu Alltagsgewohnheiten macht, wird es gefährlich. Nicht? Wenn man es ganz richtig machen will, dann sollten Paare, die sich Kinder wünschen, etwa ein halbes Jahr vor Beginn der Schwangerschaft mit gesunder Ernährung starten. Ja. Und zwar konsequent, gesund, artgerecht. Als die Ernährungswissenschaft sich bildete, man zunächst dachte, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate, das ist das, was der Körper braucht. Und alles andere ist Ballast. Wir führen nun dem Körper konzentrierte Energie und Aufbaustoffe zu mit Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett. Und dann müsste er optimal funktionieren. Ja. Das war ein großer Irrtum. Aber auf diesem Irrtum haben sich große Industrien entwickelt. Da mussten dann die wirtschaftlichen Interessen gewahrt werden. Und so befinden wir uns in dieser Frage ungefähr auf dem Stand der Wissenschaft von vor 100 bis 150 Jahren. Ja. Das heißt, man kann auf die Art und Weise entweder mit der Intensivkost oder mit der Normalkost völlig problemlos und gesund die verschiedenen Mahlzeiten des Tages absolvieren. Ja, die Intensivkost habe ich so genannt, weil sie die intensivsten gesundheitlichen Wirkungen hat. Wenn man also Probleme hat oder wenn man die höchste Leistungsfähigkeit braucht, dann sollte man die Intensivkost anwenden. Ja, ja. Ein solcher Tagesablauf dieser Ernährung hängt davon ab, welche der beiden Kostformen gemacht wird. Wir haben einmal die Intensivkost. Da ist alles vollständig roh und vollständig pflanzlich. Und wir haben unsere Normalkost. Ich habe sie eigens Schnitzer Normalkost genannt, weil das ganz was anderes ist als die übliche. Da sind dann hitzebehandelte Beilagen dabei, aber auch aus gesunden Stoffen wie also Vollkornpfannkuchen, Vollkornteigwaren, Vollkornbrot, solche Sachen.